Ja, servus YouTube, hallo und herzlich willkommen zu eurem Genadix und heute gibt es ein weiteres Gameplay von mir für euch. Und ja, das Gameplay im Hintergrund, ihr seht es eigentlich schon, also wieso habe ich am Anfang Gameplay gesagt und nicht Thema, weil es heute ehrlich gesagt kein Thema ist, so wirklich, komme ich aber gleich zu sprechen. Aber im Hintergrund seht ihr ein MP7 Morb oder eine MP7 Morb, ja, erweiterte Magazin und Schnellfeuer waren hier die Aufsätze und ja, Spezialistenmodus seht ihr eigentlich auch schon. Ich habe ihn so gut wie erreicht, ging eigentlich recht gut ab. Ich meine, das war Solo, ich weiß es jetzt aber nicht mehr ganz. Wenn es nicht Solo ist, dann ist es auch nicht schlimm. Ist eine Morb von 2 Minuten 30 oder so ein Kack, recht schnell, finde ich, ziemlich gerusht. Und ja, mein heutiges Thema mehr oder weniger ist, ich habe schon auf Facebook gepostet, ich habe einen Strike auf YouTube gekriegt. Ich weiß nicht wieso, angeblich bei der 23er Streak auf Bootleg, das Herz an Herz, das Lied von Technobase FM zum Beispiel, also da wird es immer gespielt. Ja, das wurde gestrikt, von irgendeinem wurde das gemeldet. Ich weiß nicht von wem, ist es mir im Endeffekt eigentlich auch egal. Ich denke, ich gehe jetzt mal von den Schlimmsten aus und dass das einer ist, der jetzt jedes Video von mir striken möchte. Ich denke circa, ich weiß wer es war. Ich weiß es aber nicht zu 100%, dass er es war. Ist ja auch relativ egal, ich möchte keine Namen nennen oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall wollte ich ganz kurz sagen, dass ich halt einen Strike bekommen habe. Ich muss mich da jetzt mit abfinden, für euch wird nichts weiter passieren. Das Einzige, was ich halt nicht machen kann, sind jetzt wieder Dingsen, hier Livestreams auf Google Plus zum Beispiel. Habe ich eigentlich fast noch nie gemacht, also von daher stört es mich nicht. Die Funktion ist jetzt für 6 Monate gesperrt für mich. Ja, 6 Monate bleibt mir dieser Strike im Nacken sitzen und nach 6 Monaten werde ich höchstwahrscheinlich dann auch erst Partner, weil viele Partner oder viele Netzwerke wollen keinen Partner haben, der einen Strike hat, und das ist so ziemlich schwer, da eins zu kriegen. Naja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben und ja, ich gehe jetzt mal von den Schlimmsten aus, und wenn das weiter passieren sollte, dass ich irgendwann, dass ich den nächsten Strike kriege und dann kann ich gar keine Videos mehr hochladen oder was posten, nehmen wir zu sein, guckt einfach in die Beschreibung. Da steht mein Backup-Channel drin. Bitte abonniert den einfach. Einfach nur abonnieren. Da kommen definitiv am Anfang keine Videos. Also einfach nur zum Abonnieren, dass ich sehe, aha, es lohnt sich überhaupt, diesen Backup-Channel weiterzumachen, falls dieser Haupt-Channel hier überhaupt weg sein sollte. Naja, hier habe ich schon die Morb erreicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Bernhardix.